Hallöchen Leute, willkommen wieder zurück bei Drive Club und zwar heute aus mal in dieser Übersicht hier. Ihr seht ja natürlich, insgesamt verdient der Ruhm 462.000. Das heißt, ja, noch nicht mal die Hälfte zu der 1 Million Driftpunkte, wie man das hier schon schön sieht. Klar bin ich natürlich hier schon mal überall bei den Rennen aus, zum Beispiel auch gedriftet etc. Wie auch hier nochmal 21.000. Oder hier 70.000, ne? Sind wir natürlich auch mal hier gefahren. Oliver's Landing. Ja, aber wenn man so alles zusammenrechnet, komme ich vielleicht gerade so auf die Hälfte. Behaupte ich jetzt mal, ja, ein bisschen über die Hälfte. Deswegen geht es natürlich jetzt sofort dann weiter, um das Ganze hier so ein bisschen abzukürzen. Natürlich ganz klar wieder mit dem BMW. Nehmen wir es auch mal hier was anderes. Was nehmen wir denn jetzt hier? Ja, machen wir das so. Was soll's. Alle klar. So, schauen wir doch mal, wie viele Punkte wir diesmal hinkriegen. Ja, wohl ja bei 600.000 ungefähr würde ich jetzt so sein, schätze ich. No. Aber ist halt hier, ja, immer noch eine Frage der Zeit, wenn das hier alles freigeschalten wird. Und ist halt dummerweise echt so, dass es ja halt jedes Mal das gleiche ist. Klar, könnte ich natürlich auch in normalen Rennen fahren. Das Ganze habe ich jetzt glaube ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Aber, nee, das soll dann noch länger dauern. Und für Trophy Hunting ist so gesehen Länge nicht wirklich was Tolles, weil das natürlich hier. Oder guckt man zumindest drauf hier, dass man hier wenig Zeit wie möglich benötigt, um die Platin-Trophäen freizuschalten. Ja, scheiße. Ja, ne? Oh, aber kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon von mir, dass ich es ja nicht probiere, das schnellstmöglich hier zu machen. Und wenn ich das doch nicht hinkriegen sollte, wie es zum Beispiel bei Lords of the Fallen war, wegen dem tollen Bug zum Bleistift. Aber wenn ich das natürlich an meinem Trophäenleitfaden bei mir auf der Homepage, dass euch den Fehler nicht auch passiert. Deswegen, ja. Wir müssen jetzt natürlich teilweise erstmal testen, weil klar, manche Spiele zocken natürlich aus oder schon direkt nach Release und da ist natürlich das alles gar nicht sicher, wie, wo, was und überhaupt. Auf was man da gucken soll, muss, kann. Ja, ne? Deswegen ist halt manchmal das echt so, dass es hier etwas länger dauert von meiner Let's Plays in Anführungszeichen, also alias Let's Platin. Genau. Aber ansonsten ist das hier natürlich die schnellste Methode, das Ganze zu machen. Deswegen mache ich das Ganze hier auch. Woraus dann hier natürlich auch logischerweise der Trophy-Tipp von mir dann auch resultiert. Ha! Da habe ich jetzt wieder tief in den Duden gegriffen. Ja, aber so ist das halt. Und wenn man die Design interessiert hier, ein paar schauen ja hier sich die Folgen, finde ich übrigens gar nicht mal so schlecht, dass ihr euch das hier auch mit antut. In Anführungszeichen. Ja. Ja, dass das Ganze hier nicht gerade ohne ist, das war jetzt natürlich schon mal geil. Fahrfehler inklusive, verzögert sich dann nochmal alles. Ja, das war jetzt schlecht. Ich glaube so 8000, ach guck mal hier, noch 15 Veranstaltungen bis Stufe 4. Dann ist das nächste auch schon freigeschaltet und da ist auch fast schon das nächste Level da. In Richtung Fahrerstufe 50, was ja immer noch das Maximum ist. Zumindest also Maximum halt für die Trophies. Der Rest drüber interessiert mich nicht. Ja, ne? Aber 16 Mal noch hier rumeiern, das dauert natürlich auch noch. Ich weiß natürlich auch schon, gerade jetzt von Kollegen wie jetzt hier, der Lord W zum Beispiel, dass ich hier die 1 Million Driftpunkte wesentlich schneller dran habe, wie die ganzen Stufen, zum Beispiel von dem einzelnen Driften oder so hier, mit von wegen so und so viele verschiedene Driftveranstaltungen. Deswegen werde ich das dann wahrscheinlich hier, je nachdem welcher Stand es dann schlussendlich wäre, wie viel dann noch fehlen auf Stufe 5, natürlich dann hier einfach noch weiterfahren mit den Drifts, was natürlich dann auch immer noch den BMS hier als Sportwagen, nicht kompakt, ne? Hatte ich beim letzten Mal Kompaktwagen gesagt, ist ja Sport hier. Weil M-Paket. Hust. Drin. Genau. Um die auch noch weiter ein bisschen voran zu pushen. Oder Kanada. Alternativ als Ort. Wobei Kanada eigentlich also an sich nicht wirklich ein Ort ist, aber ja, eigentlich egal. Zumindest als Ort nicht in dem Sinne. Von wegen hier Stadt, Ort und so.
Also ich denke mal, gerade die 15 Rennen, die dürfen wir jetzt eigentlich auch noch so alle hinkriegen, dass wir da schon mal hier die Stufe 3 erreichen. Was ja dann hier natürlich auch schon mal nicht so schlecht ist. Na komm, danke. Das Teil ist echt so dauert hier. Jo, das war jetzt diesmal hier gar keine so eine schlechte Runde. Mal wieder nächstes über 10.000. Ja, vielleicht geht ab der nächste. Ist halt hier so noch alles Ausdauer, weil die Spezialtrophys in Anführungszeichen habe ich alle schon, die mir noch sonst irgendwie freischalten kann. Ist jetzt echt hier nur diese stumpfe, ich skill dieses hoch, ich skill das hoch, Gefahre. Ja. Hätte man auch ein bisschen anders lösen können, meiner Meinung nach. Aber ist nicht. Deswegen, ja, bei den meisten Spielen bei mir, falls ich schon andere hier Dinge gesehen habe, rumjammern bringt natürlich nichts, wobei ich das schon mal ab und zu mal ganz gerne mache. Weil es natürlich echt nervig ist, stellenweise. Um mal ein Beispiel zu nennen: Killzone. Na. So. Na. Gerade so wieder über 10.000. Ah ja, nice. Fast schon wieder 23 erreiche ich sogar auch schon so. Vorher. Ohne da groß den Bonus von der Fahrstufe 3 zu kriegen. Oder war es Erfahrungsstufe? Ach, keine Ahnung, irgendwie sowas halt. Stufe 3 von 5. Na, das war schon mal schlecht. Ja, das auch. Oh, wei, 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 wei. Gut. Eine Scheißrunde. Ja, aber sowas von. Oh, warte. Ach ja, Kanada-Fan, 27 Veranstaltungen, also noch 27 Mal das Rennen hier fahren, dass man Kanada voranpusht. Genau, das ist ja das, was ich meinte mit dem Ort. Na, deswegen, wie gesagt, auch wenn ich hier die Millionen Driftpunkte hätte, werde ich das trotzdem hier weiterfahren, in Kanada halt irgendwo. Ob es dann die gleiche Strecke hier ist, weiß ich noch nicht. Oder ob es ein genereller Outdrift ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn, dann müsste ich hier bei BMW Sportwagen bleiben. Und in Kanada, um die beiden Sachen auch schon mal weiter voranzupuschen. Ja, nee, Schmarrn. Ich muss aber Drift bleiben, fällt mir gerade so ein, weil ich hier die Gameplay Art alias Drift, logischerweise, weil ich ja das jetzt hier die ganze Zeit erfahre, ja, auch dann gleich auf Maximum machen kann. Für die Trophäe Ehre, wem Ehre gebührt. Na, also bleibe ich da definitiv dabei. Zumindest hier so lange, bis hier dieses Drift-Gameplay auch komplett abgeschlossen ist. Ich glaube zumindest, dass das Gameplay war. Von der Stufe her können wir aber gleich mal gucken bei der Halbzeit. Oh, kurz vor Level Up. Nein. Jetzt auch. Passt. Das Level Up hier auf Stufe 23 meines Charakters in Anführungszeichen. Warten wir mal noch ab. Das dürfte eh hinhauen mit der Halbzeit hier von der Aufnahme. Jetzt schauen wir da einfach nochmal kurz mal wieder einen Blick in die Statistiken. Boah, das war doch geil. Der war richtig gut. Jop, der war auch nicht schlecht. Ja, ja.
Ja. Also das ist gar nicht so verkehrt, ja. Das könnte sogar der neue Rekord werden. So, schauen wir mal. Ja, 11.812. Nice. So laut wie habe ich dich auch geschlagen. Genau, Auszeichnungen, Engagement. Oh, okay. Ja gut, Fahrstufe 23, jede Menge. Noch zusätzlich, so was hier, Aston Martin Vanquish. Yeah. Schicke Karre. Gut, blick mal auf Designs, grafisch und Retro. Alle klar. So, erstmal hier auf weiter. Beide Statistiken. Kurz mal gucken, was das hier nochmal war. Dann mal raus. Nochmal raus. Hoppala. Hier mein Profil. Fortschritt und Statistiken. Genau das hier. Fahrzeuge. So, da waren wir jetzt hier bei Sportrennfahrer. Noch 9 Stück bis Stufe 4 in dem Fall schon. Genau. Dann wäre das Teil fertig mit dem BMW schlussendlich. Dann hier Veranstaltungen. Da machen wir ja gerade im Moment immer noch das hier. Die Einzelveranstaltungen sind noch 19 Stück. Dann Gameplay, genau, da war das hier mit Drift. Ja, das dachte ich mir doch unter Gameplay. Oder was hatte ich gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Scheiße. Egal, auf jeden Fall meine ich das hier. 12 Kilometer noch bis Stufe 3. Dauert natürlich noch ewig, na, weil die Strecke ist ja nicht gerade klein. Aber dann schlussendlich wird es ja auch noch andere Driftstrecken geben, wie die hier, die länger sind. Kanada sind es noch 25 Veranstaltungen bis Stufe 3, also 25 Mal rumeiern in der Strecke. So, und hier natürlich der BMS, wo ist er da? 5 Kilometer bis Stufe 2. Das zum Bleistift, das meinte ich hier mit von wegen, dass ich das hier nicht vollkriegen werde, da ist das Drift vorher fertig. Alias hier in dem Gameplay, na, also das hier. Das dürfte schneller fertig sein wie der BMW generell, was ich aber in dem Fall auch machen muss. So, Spielmodi, die kann auch nicht schaden. Weil das ist nämlich das hier, Driftveranstaltungen, aus 7 Stück bis Stufe 2. Na, genau, so sieht das ganze Ding hier aus. Das ist der Plan. Schau, deswegen hauen wir jetzt einfach nochmal ein paar Rennen hier an. Im Drift natürlich, in Kanada, in Fraser Valley. Ach genau, sieht man jetzt auch, was ich insgesamt schon gefahren bin, 88,7 Kilometer. Na, also, kommen noch etliche drauf zu. Ja, natürlich wieder mit dem BMW. Ja, passt schon. Los. So, genau. Der einzige Vorteil ist auch, dass natürlich hier direkt, wenn man auf Neustart geht, das Ganze hier nicht wirklich lange Ladezeiten sind, sondern einfach nur das hier bereit. Das ist eigentlich schon das Längste. Ich kann natürlich hier die Aufzählungen von den Punkten auch mittels X-Taste direkt auch nochmal beschleunigen, also größtenteils überspringen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ne? Aber das mache ich jetzt auch nicht, weil sonst hier verpasse ich eventuell irgendwelche Herausforderungen, die ich ganz gerne mal so zwischendurch als Balken sehe, die dann zusätzlich freigeschalten worden sind oder kurz vor der Freischaltung stehen, weil das motiviert so ein bisschen nebenbei. Ach, der Game Streak 007, ja lol. Ja, cool. Eine Scheißrunde. Aber ja. Gibt auch Punkte, so ist das nicht. So. Genau das hier könnte ich jetzt alles schon mal mit X überspringen. Aber wenn es sie direkt danach noch eine Einblendung käme, eine Hürde zu einer bevorstehenden Herausforderung abgeschlossen, bla bla, oder was ich nur noch 5, 6, 7 renne oder sowas, würde ich das nicht sehen, wenn ich da X drücke. Deswegen warte ich da mal kurz die Sekunde. Also die Zeit könnte man sich sparen, wenn man will. Wenn man hier keine zusätzliche Motivation braucht, wie jetzt ich. Na, weil es hier sonst zu langweilig wäre. Einfach so nur stumpf rumzurennen. Weil klar, man fährt jetzt eh auch schon nur stumpf rum. Dann brauche ich wenigstens noch so ein bisschen Motivation zwischendurch. Okay, andererseits natürlich gesehen, wenn ihr jetzt die Kommentare so anguckt, die ja auch hier wird Twitter, Facebook reinflattern, habe ich natürlich durch euch die Motivation auch schon. Aber also in-game ist es auch mal nicht schlecht oder nicht verkehrt, wenn es zusätzlich auch noch da steht. Ja. Wenn natürlich auch klar, meine Aufnahme und ja das, was hier in YouTube kommt, ist natürlich ja nicht zeitgleich. Klar, na wie auch, muss ja das Ganze noch nachbearbeiten. Nice, den haben wir also auch geschlagen. Tja, sorry, Games Freak. Na,
Da war es jetzt schlecht. So, wer kommt jetzt als Gegner? Ah, und Fahrer 1. Wer ist denn Fahrer 1? Okay. Ja. Auch schon mal ein paar neue Rekorde. Und wie sie alle mit dem BMW fahren, ne? So klar. Scheiß drauf, Jan da. So. Da. Ach komm, das war doch ein schöner Drift. Oh, ja, danke. Schon gedacht, ich muss den Kurzgang jetzt hier einlegen. Dafür haben wir jetzt natürlich auch unterhalb der Geschwindigkeit. Wisst ihr. So, und ich meine, es hört sich immer alles nie viel an. Hier 19, da 26 und keine Ahnung, wie weit alles. Aber das zieht sich doch ganz schön. Das ist hier, ja, oh, jetzt hier. Club der BMW-Besitzer, ja, nice. 79 Kilometer bis in der nächsten Stufe. Hier natürlich jetzt dementsprechend jede Menge Drive-Club-Punkte. Drive-Club-Punkte, 40.000 oben drauf. Na, für den Schmarrn, was natürlich in Richtung 50 hilft, sowas. Ja. Und das ist definitiv dann auch einer der letzten Trophies mit der Fahrschuhe 50, das ist klar. Ich glaube mal nicht, dass ich vorher 50 werde und dann noch irgendeine andere Trophy vorher fehlt. Weil das einfach zu unwahrscheinlich ist. Weil da nämlich so viele Punkte brauchst. Oder so viele Herausforderungen am besten abgeschlossen hätte, haben solltest, dass du das schnell hinkriegst. Dem her. Ha, aber schauen wir mal. Noch habe ich ja nicht mal die 1 Million Drift-Punkte. Oh Gott. Ja, so natürlich aus Recht nicht. Oje. Tja, na. Kann ich ja also froh sein, wenn ich auf die 8000 Punkte hier komme. Oje. Oh doch, gerade so. Ja, das hier, 15 Veranstaltung bis Stufe 4. Die Einzelveranstaltung, genau, das meinte ich hier, die Zwischenbilanzen bis kurz vor Fertigstellung. Also noch 15 Mal. Da ist immerhin eins kurz vor Maximum. Ich denke mal, das würde eigentlich auch fast auch das erste sein, dass ich hier auf Maximum hätte, was in dem Fall dann schon mal wieder eine Trophy hervorrufen wird. Nämlich eine von diesen Herausforderungen auf Maximal. So. Weiter geht's zum nächsten Drift. Na, Bullshit. Tja, jetzt bin ich natürlich wieder ein bisschen weiter hinten dran. Vorher war ich immer noch besser wie Fahrer 1. Jupp. Naja, egal. 10.000 wieder. Ach, da die nächste 10 Kilometer bis Stufe 3. Da sehen wir jetzt mal hier, wie sich das auch hinzieht. Na. Oh je. Yeah. Ich wollte meinen, so 4-5 Mal fahren wir jetzt noch. Das ist definitiv dann in der nächsten Folge hier Stufe 4 angesagt. Natürlich auch ganz klar, hier pro steigende Stufe umso mehr Drive Club Punkte kriegst du. Und natürlich auch, wenn ich theoretisch gesehen einen schnelleren Wagen nehmen würde, also eine höhere Klasse, wie zum Beispiel oder die höchste, die Hyper Klasse, wenn ich da natürlich hier ein Fahrzeug nehmen würde und da eine Stufe aufsteige, dann hätte ich natürlich die meisten Punkte. Nur ist natürlich in der Klasse auch nicht gerade so einfach, weil die ja nicht gerade langsam sind. Na? Und dem ja lieber etwas hier so mittelklassiges. Genau. Und mal wieder die Frau am Steuer. Gut, keine Zwischenbilanz, leider.
Da muss nächstes Mal echt gut reinkrachen. Wie gesagt, das Kanada, das fahre ich dann eh nicht im Drift höchstwahrscheinlich. Weil da kriege ich die Kilometer nicht drauf. Das ist natürlich jetzt auch geil hier. Sondern wenn dann hier, was ich da normale Rennen oder sowas hier, drei Runden fertig ist. Da kann man natürlich direkt hier die Strecke hier auch auswählen, bei dem er auch connect. Oder ja sonst irgendwas lang ist in Kanada. Genau. So, einmal fertig. Ach nö. Ach, guck mal hier. 75 Veranstaltungen mit Stufe 3, was Driften betrifft. Jo, jetzt habt ihr es gesehen. Na, 75 Mal auf die nächste Stufe. Leckst mich am Arsch, ey. Vor allen Dingen hier. Oh nee. Wie lange dauert es dann hier bitte auf 4, Stufe 4 oder 5? Naja, 4. In dem Fall 5 muss ja nur geunlockt werden. Also noch 75 Mal hier rumeiern, wenn man jetzt so denkt, dass man ungefähr so eine gute Minute, sage ich jetzt mal, fährt pro Runde. Also das heißt 75 Minuten nur schon alleine hier rumpösen, dass da die nächste Stufe freigeschalten wird. Das ist natürlich auch nicht gerade wenig. Na gut, ich denke mal, hier so mal summarum musst du dann so auf die Stufe, was ich, Fahrstufe 40 oder so weiter insgesamt kommen, wenn du hier mit dem Driften abgeschlossen hättest. Ja, da fehlen immer noch 10 Stufen, die man dann mit sonst einem anderen Schmarrn machen kann. Alles Gute ist ja eh, dass hier jeden Scheiß hier ja irgendwelche Drive Club Punkte gibt. Ach, guck mal hier, Stufe 24. Ein Ferrari 458 Italia, sehr schön. Ja, der Mauer, Rebell Design, Straße Design, alle Klärchen. So, eine Runde pösen wir noch. Und dann mal nochmal looken auf die Statistik. Danach. Kittel 1 haben wir ja jetzt schon gesehen. Mit hier 76 Stück. Aber trotzdem würde ich das immer gerne wissen. Wie das hier schlussendlich ist. Overall gesehen. Ja. Ein Dreher zum Kundenabschluss. Na, es fällt mir hier die Geschwindigkeit. Na, ja. Bullshit. Dum, 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 dum. Jupp. So. Na, guck mal, ja. Oh, Sportrennfahrer. 40 Veranstaltungen bis Stufe 5. Da habt ihr es gerade gesehen. Also 40 Mal noch rumpösen. Für hier Sportwagen. Da könnte ich danach sogar umswitchen auf was anderes. Muss halt in dem Fall bei mir als von BMW sein. Dann die Karre. Ja. Stufe 24 ist halt neu. So. Warte mal, sieht man das nicht irgendwo auch hier? Lieblingsfahrzeug. Over-the-Rise-Veranstaltungen. Nee. Da. Driften. Da sieht man es. 522.000 habe ich jetzt. War ja knapp über die Hälfte. Mit dem von jetzt gerade eben auch. Ja. Ne? So. Aber jetzt das hier ist wichtig. Was haben wir jetzt hier nochmal? Genau. 40 bis Stufe 5. Höher brauche ich es nicht. Na, so, Veranstaltung ist immer noch das hier, Einzelveranstaltung noch 10 nur noch bis Stufe 4, kriegen wir beim nächsten Mal definitiv auch hin. Aha, beliebige Veranstaltung als Sieger ab, weiß jetzt gar nicht, ob das hier auch mitzählt, ich glaube fast eher nicht. 9 Kilometer bis Stufe 3, immer noch, also die ganze Strecke jetzt hier nur 1 Kilometer runtergerattert, Kanada noch 16 Stück. Hersteller, ja gut.
67 Kilometer, das ist eigentlich für den Arsch, das brauche ich gar nicht nachgucken. Driftveranstaltungen, ja. 73 Stück bis Stufe 3. Alle klar. Arschlecken. So, gut. Dann würde ich meinen, höre ich an dieser Stelle erstmal auf, sage natürlich mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Und beim nächsten Mal geht es jetzt hier weiter in den nächsten Driftrennen. Und bis dahin wünsche ich euch was, ne? Haltet die Ohren steif. Servus und ciao.